Ja, ein bisschen blöder Fall, aber so blöd ist der gar nicht. Liegt vor, wenn ich habe wieder irgendwelche Winkel gegeben, resultierende ist gegeben und die Winkel sind ein bisschen blöd. Und zwar immer auf die Reihenfolge achten. Also zwischen F grün und F rot sind 110 Grad. Ich fange bei F grün an und gehe zu F rot. Also von bis. Nicht hier hinten anzeichnen, stimmt da nicht. Also wenn ich den hier hinten anzeichnete, wäre es von rot nach grün. Das nicht machen. So, damit anfangen, die resultierende reinlegen. Und die resultierende ist auch angegeben von F blau, also F resultierend, zu F rot, die 27 Grad. Dann wieder gucken, wie komme ich auf die Winkel. Naja, in diesem Fall ist gar nicht mal so schwer. Ich habe hier wieder, welche Winkel? Stufenwinkel oder Wechselwinkel oder Scheitelwinkel oder Ergänzungswinkel. Guckt noch mal nach. Ich glaube, ich werde dann hier noch den Link anfügen. Und an sich, weshalb ist es eine Vektorsubtraktion? Naja, eigentlich addiere ich die trotzdem nur. Dass der eine allerdings gegenüber meiner roten, beziehungsweise dann auch, naja, doch gegenüber der roten, eine negative Komponente hat. Also praktisch ins Negative zeigt, wenn ich hier ein Koordinatensystem hätte. Das ist jetzt in diesem Fall dann eine Vektorsubtraktion. Aber kommt aufs Gleiche raus, auch wenn ich die aneinanderreihe, also wenn ich die schon wüsste und ich sage, ich habe rot und grün, ja, dann komme ich automatisch auf ein bisschen kleineres blaues Gerät. So, das Gleiche, sobald ich die Wirkungslinien eingezeichnet habe, mit den richtigen Winkeln nochmal kontrollieren, ja, dann mache ich wieder meine Parallelverschiebung. Und jetzt sehe ich auch, dass wenn ich erst nach Rot fahre, ne, wenn ich parallel verschoben habe durch die Spitze hier durch, dann kreuzt sich diese Wirkungslinie von F grün hier mit der roten und ich sehe dann automatisch, aha, die muss ja in die Richtung gehen. Denn wenn ich erst hier hinfahre, dann muss ich ein Stück zurückfahren, um auf meine blaue zu kommen. So, dann eine Arbeitsskizze machen. Ne? Bild sagt mehr als 1000 Worte. Winkel eintragen, die hier diese 27 Grad, die sind schon gegeben. Die kann ich wunderbar eintragen. Und ja, die 110 Grad, die wusste ich auch. Ne? Woher? Ja. So, und dann bleibt mir bloß noch übrig, wenn ich sage 110 plus 27 sind 137 plus 3 sind 140 und 140 sind 180 Grad und ich habe wieder mein entsprechendes Dreieck. Ich kann wieder den Sinussatz anwenden, weil die Winkel, die Sinusse eines Winkels in einem allgemeinen Dreieck verhalten sich zu ihren gegenüberliegenden Seiten wie die anderen Sinusse zu ihren gegenüberliegenden Seiten. Oder hier, der Sinus von 27 Grad verhält sich dann zu F grün, wie der von 110 zu F rot und so weiter und so fort. Nochmal nachgucken. Ich werde den direkten Link auch nochmal in den Unterricht, wo Sinussatz also zur Sprache kommt, werde ich hier oben nochmal anfügen. So, und zum Schluss dann nochmal zum Thema allgemein Kräfte zerlegen und Seileckverfahren und Krafteck bilden und ach und so weiter. Das kommt dann alles hier noch zum Schluss. Gut, ich hoffe, ihr habt es verstanden und ich habe es ausreichend erklärt. Würde mich über einen Daumen freuen, so oder so. Ich kann daraus nur lernen. Also, bis dann. Tschüss.